Name ist Joachim Kurz. Ich bin im normalen Leben Filmkritiker und beim DocFest Kassel bin ich Kurator. Das heißt, ich habe Filme für eine bestimmte Reihe hier im Programm ausgesucht. Der Film, den wir gerade gesehen haben, heißt Anima, die Kleider meines Vaters und ist von der Regisseurin Uli Decker. Der Film hat mich zum Nachdenken aus ganz vielen Gründen angeregt. Es geht um Geheimnisse, die sozusagen in einer Familie verschwiegen werden und dann irgendwie doch herauskommen. Und ich habe in meiner Lebenserfahrung habe ich einfach schon oft gemerkt, dass jede Familie irgendwie ihre Schattenseiten hat oder das, worüber man nicht spricht. Der Film hat jetzt gezeigt, wie wichtig es ist, das zu bearbeiten und da dran zu sein und das nicht eben weiter versteckt zu halten. Lieber Papa, ich hatte 1000 Fragen an dich und konnte sie dir nicht mehr stellen. Kurz vor seinem Unfall, da hat er ein Buch gehabt über Familiengeheimnisse. Und das war dann der Grund, dass ich das euch am Sterbebett eures Vaters gesagt habe. Also schon auch Traurigkeit, obwohl der Film es irgendwie schafft, auf eine andere Art und Weise durch seine ganze Machart auch heiter zu sein. Also genau, ich habe auch eine Kritik zu dem Film geschrieben und veröffentlicht. Das ist echt so ein Film, der mir auch persönlich sehr am Herzen liegt. Genau, und habe zu jedem gesagt, irgendwie guck dir den an. Ja, und es wäre auch schön, wenn das auch die Zuschauer und Zuschauerinnen tun. Also ich denke erstmal diese Tragik für diesen Vater, der das nicht zeigen konnte oder durfte oder auch selber es nicht konnte, seine Neigung da auszuleben, aber auch das Verhältnis zu seiner Tochter. Das hätte ich so gewünscht, dass er sich früher irgendwie geöffnet hätte, dass die beiden zueinander mehr gefunden hätten. Also das hat viel gebracht und das ganz Wichtige war für mich, ich habe jetzt erstmal richtig Travestie verstanden. Ich habe es wirklich gut diesen Film jetzt verstanden, dass es männliche und weibliche Bezüge in einem gibt. Das war mir klar. Aber warum ein Mann gerne Frauenkleider trägt, habe ich jetzt erst mal.